Wow, yes, schaut euch das an. Herzlich willkommen im Spezialdepot. Ein kleines Schnipsen, ein Kälteschnipsen bringe ich noch hin heute. Aber wir befinden uns in Teil 2. In Teil 1 habe ich euch dieses Öfchen vorgestellt. Da bin ich sehr dankbar, dass der sauber durchzieht und schön warm macht. Und in diesem Teil stelle ich euch unsere neuen Dosengerichte vor. Ihr kennt ja vielleicht unsere Dosengerichte, da gibt es jetzt neue, coole Sorten. Und ja, da gibt es jetzt noch schön was Warmes, Leckeres zum Essen hier. Wir haben für euch am Start den Feuertopf Spezial, den Thai Curry Reis. Ganz krass, also sowas von ganz krass. Eine Currywurst. Wir haben eine Currywurst in der Dose für euch organisiert. Und als leckeren Nachtisch gibt es Kaiserschmarrn. Freunde, wie cool ist das? Kaiserschmarrn in der Dose für unterwegs. Ja, richtig cool. Ich werde jetzt mal die Dosen aufmachen. Und ich habe jetzt nämlich echt Kohldampf ohne Ende. Ich bin einen halben Tag jetzt schon hier an meinem Wochenendgrundstück sozusagen, an der Obstwiese, wo meine Bienen stehen. Und jetzt wird es aber Zeit, dass es was Warmes zum Essen gibt. Ja, es geht los mit dem Feuertopf-Spezial. Komm, der kommt dann gleich rein in den Titanbecher. Bisschen aufschütteln und dann schauen wir mal rein. Oh, so sieht das Ganze aus. Und das kommt jetzt in den Becher. Mal schauen, ob ich das so reinbekomme. Na, schwierig. Schwierig, schwierig. Müssen wir löffeln. Der gute Feuertopf Spezial köchelt jetzt schon mal vor sich hin. Und was macht der Chefkoch noch? Currywurst oder Thai Curry? Thai Curry. Na, das ist wieder mit Reis. Ich mache jetzt als nächstes die Currywurst. Bisschen schütteln. Boah, ich hoffe, dass es in den Becher überhaupt reingeht. Die Zutaten und so weiter. Boah, yes. Schaut euch das an. Die Zutaten und so weiter, die seht ihr dann wieder bei uns in der Neuheitenwelt beziehungsweise direkt im Artikel. Und jetzt schaue ich mal, boah, da gehe ich jetzt woanders hin. Ich lade es jetzt mal schnell rein in den Becher und bis gleich. So, der Feuertopf Spezial ist am Köcheln. Ein Reisgericht mit Fleisch ist es. Und ganz lässig die Currywurst. Boah, geil. Das ist schon ein großer Unterschied, ob ihr einen Deckel drauf habt oder nicht. Und deswegen habe ich jetzt einfach hier den Dosendeckel genommen. Und seht ihr das? Das ist die Currywurst. Die hat richtig lässig Soße dabei. Die ist jetzt allerdings nach unten verschwunden in den Becher. Aber ich teste jetzt mal. Richtig geil. Richtig geil. Das kommt aus der Dose. Das glaubt man gar nicht. Also jetzt genau mal ein bisschen mit Soße. Boah. Die Soße ist jetzt leider ein bisschen nach unten verschwunden. Also die Feinschmecker unter euch, die sollten die Gerichte am besten im Wasserbad machen. Die Dose leicht öffnen und dann in Wasserbad stellen, dann wird es richtig cool. Dann habt ihr das volle Geschmackserlebnis. Richtig cool. Aber muss noch ein bisschen wärmen. So,
Und jetzt, oh, da ist zu viel Unterhitze am Start. Oh, der Ofen, der heizt ja ohne Ende. Jetzt da, Feuertopf Spezial. Das zerfletterte Fleisch, das ist von mir vom Umrühren. Das sind normalerweise ganze Fleischstückchen. Schaut euch das an. So, das ist jetzt wahrscheinlich richtig heiß. Ja, es dampft auch entsprechend. Boah, das ist richtig heiß. Geil. Lässig. So, ich bringe das jetzt mal schnell den Kindern. Die Currywurst braucht noch ein bisschen. Dann sollen die das schon mal aufessen. Und dann kommt, was war's? Thai Curry. Thai Curry kommt noch und der coole Kaiserschmarrn. Bis gleich. So, es wird nicht wärmer, aber es geht gleich weiter mit dem Thai Curry Reis. Die Gerichte sind alle irgendwie so knapp am Gefrieren, wie ich den Eindruck habe, weil wir haben deutliche Minusgrade. Müsst heute irgendwie so minus 5 oder so haben oder minus 10, ich habe keine Ahnung. Fühlt sich an wie minus 10, aber wir haben den Thai Curry Reis. Das sollte so ein Gericht werden, das so ein bisschen Thai-mäßig schmeckt. Und das zeige ich euch mal, wie das rüberkommt. So. Schaut euch das an. Und das leere ich jetzt hier in den Becher rein. Schauen wir mal, ob das reinpasst. Oh, wird knapp. Da müssen wir löffeln. Oh, das sind wieder riesen Fleischstücke. Jawohl. Ging rein. Und ab zum Erwärmen. Was haben wir denn hier noch? So. Und gleich den Deckel drauf. Schmeckt sogar kalt cool. Und den Kaiserschmarrn. Freunde, jetzt geht's ab. Oh, der ist ziemlich fest drin. Der Kaiserschmarrn. Den kann man fast nicht schütteln. Aber ich zeige es euch mal. Oh, das ist so ein typisches Gericht. Das solltet ihr im Wasserbad machen. Wie eigentlich alle. Jetzt wird es Zeit für den Thai Curry Reis. Und währenddessen wärme ich den Kaiserschmarrn noch ein bisschen an. So. Oh, umrühren. So. Schaut euch das an. Da habe ich jetzt ein kleines bisschen Wasser dazu getan, dass es mir nicht anbrennt unten. Oh, die riesen Fleischstückchen, richtig cool. Ja, geile Nummer. Testen. Ich kenne es ja schon, aber ich probiere es mal für euch. Ich opfer mich. Und das ist jetzt Thai Curry. Und das ist mal richtig cool. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt so. Ja. Oh, super cool. Uiuiui. Der Kaiserschmarrn geht auf. So, das stelle ich mir jetzt noch hier hin dabei. Boah, schaut euch das an. Schaut euch mal den Kaiserschmarrn an, wie der aufgeht. Geil. So, und den Kaiserschmarrn kann man ja theoretisch auch kalt essen. Aber ich wollte ihn jetzt zumindest ein bisschen erwärmt haben. Boah. Nachtisch. Da schau, den kriegst du ja gleich. Ja. Ja, ich esse nicht auf. Ich probiere nur,
und halten in die Kamera und dann kannst du weiter essen, keine Sorge. Mein Kleiner will unbedingt den Kaiserschmarrn. Boah, schaut euch das an. Und den kriegt er jetzt auch gleich. Oh. Mmh. Mmh. Geil. Wischen noch ein bisschen wärmer. Okay, also ich gebe dir. Danke. Bitte. Ja, mein Kleiner verputzt jetzt den Kaiserschmarrn. Er lächelt ganz selig. Ja, ja, ja. Lass das schmecken. Und ja, ich werde mir jetzt noch den Thai Curry Reis einverleiben. Und dann würde ich sagen, soweit so gut. Das war's mit der Vorstellungsrunde unserer neuen coolen Dosengerichte. Die Zutatenliste und so weiter, weil das ist ja das, worauf es bei uns ankommt, dass es eben noch so ja, auf dem handwerklichen Niveau produziert wird von einem kleinen Unternehmen. Und wo wir halt besonders auf die Zutaten achten und da möglichst ja, auf Chemiebaukasten und so weiter verzichten. Aber das seht ihr dann alles an der Zutatenliste, was da alles Leckeres drin ist und was da eben nicht drin ist. Heutzutage muss man ja auch aufpassen, dass bestimmte Dinge möglichst nicht drin sind. Ja, und da würde ich sagen, soweit so gut. Das war die Vorstellungsrunde unserer neuen Dosengerichte, die haben wir ab sofort im Sortiment in unserer Neuheitenwelt. März 2018 seht ihr weitere Details zu dieser Vorstellungsrunde. Und dann würde ich sagen, ich esse jetzt noch weiter und euch wünsche ich alles Gute und wir sehen uns in alter Frische in eurem Spezialdepot. Bis bald. Schmeckt's dir? Mhm. Obwohl du Reis ja nicht so magst, hä? Ja, aber das ist mir schärfer gemacht und scharfen Reis, den schmeckt. Da mein Mann, das ist Curry. Ja, das ist ja auch Curry. Ja, mit Reis. Und der Reis ist scharf gemacht. Aha, und das schmeckt dir besser? Mhm. Super. Und der Kaiserschmarrn macht aber auch ganz schön satt, hä? Und was findest du jetzt? Den habe ich noch nicht gegessen, weil ich noch mehr essen mag von den anderen. Es ist zum Schluss.